Tag 3 der CMT 2024 in Stuttgart. Wir sind jetzt auf dem Stand von Westfalia und schauen uns jetzt zusammen mit Thorsten. Thorsten, grüß dich. Hallo, grüß dich. Die einen oder anderen werden ihn kennen. Der hat mit uns schon ein, zwei Beiträge gemacht. Heute schauen wir uns etwas ganz Neues an von Westfalia, und zwar den Club Joker Urban auf Ford Transit Basis. Das wird es später noch auf VW geben, aber das erzählt uns am besten der Thorsten, der kennt sich da besser aus. Also. Ja, gehe ich sofort rein, ne? Ob es den als VW geben wird, das hängt ein bisschen von VW ab, aber dazu vielleicht später mehr. Okay. Herzlich willkommen erstmal und guten Morgen, kann man ja noch sagen, heute vom Montag der CMT. Wir starten jetzt in die Woche. Ja, wir haben tatsächlich hier nach Stuttgart eine Weltpremiere mitgebracht von Westfalia. Der Club Joker Urban ist da. Ein Fahrzeug, was ganz klar natürlich ein alltagstaugliches Segment besetzt. Wir haben hier die klassische VW-Busgröße und ja, wie gesagt, du hast es gesagt, Basis der Ford Transit Custom, der ganz, ganz neue, der ja, und da schlagen wir gleich die Brücke, tatsächlich auch der nächste VW Transporter sein wird. Das ist ja eine Nutzfahrzeugkooperation zwischen Ford und VW. Insofern haben wir hier schon mal den Ausblick, aber als Ford steht er hier und zwar sehr schön in dem Gray Matter heißt die Lackierung, schönes modernes Grau, ja. 19 Zoll Leichtmetallfelgen und da steht dann auch Club Joker Urban, genau. Mhm. Das ist das Fahrzeug, was wir hier neu vorstellen und was wir uns dann heute gemeinsam mal angucken können. Ja, sehr schön, auch die Front von Ford gefällt mir super. Ja. Mit dem Kühlergrill, der schaut schon stylisch aus. Ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber ich mag's. Kannst genau. du zu dem Ford sagen, welche Motorisierung hat der? Ja, also wir werden den Club Joker Urban dann in zwei Versionen anbieten. Einmal eine sogenannte Classic-Version und einmal die Premium-Version. Premium-Version sozusagen steht schon hier. Mhm. Starten mit der Classic-Version mit 136 PS, Frontantrieb und Schaltgetriebe. Und da liegen wir dann in einer sehr guten Ford-Ausstattung bei 64.990 Euro zum Startpreis. Mhm. Und dann haben wir die Premium-Ausstattung. Da haben wir dann 19 Zoll Leichtmetallfelgen, 170 PS, Automatik, Allradantrieb, mhm. sicherlich für viele Leute interessant. Ja. Und alles, was Ford hergibt, ist dabei. Alle Assistenzsysteme, alle Infotainment, Navigationssystem, alles mit dabei, komplett. Natürlich der Westfalia-Ausbau und dann sind wir bei 78.750 Euro, mhm. wo wir, glaube ich, im Markt sehr gut bestehen können, wenn man eben halt mal berücksichtigt, dass da einfach alles drin ist. Ja. Komplett ausgestattet. Genau, dann, ja? Voll. Okay. Dann schauen wir uns gleich mal die Ausstattung an. Davor vielleicht noch. Urban heißt das Fahrzeug ja unter anderem. Genau. Das heißt, man kann den im Alltag nutzen, man kommt in die Tiefgarage rein und so weiter. Kannst du uns einmal die Außenmaße sagen von dem Fahrzeug, bitte? Genau, also der Gedanke hier ist tatsächlich, dass es ein vollwertiges Alltagsfahrzeug, Familienfahrzeug sein kann. Wir kommen da gleich drauf, bis zu 6 Sitzplätze sind möglich im Alltag. Und das ist eben halt dann genau der flexible Transporter und Familienwagen, den man braucht. Mhm. Wir haben auch immer 2 Schiebetüren serienmäßig. Und das ist natürlich auch ein Thema für den Alltag, weil dann komme ich eben halt auf beiden Seiten auch wunderbar rein und raus und habe dann nicht irgendwelche Campingausstattung, die mich daran hindert. Das ist auch eine Besonderheit von dem Fahrzeug. Der ist 5,5 Meter lang. Ja, also das ist die kürzere Version von dem Fahrzeug. Es gibt auch noch die 5,45 Meter, die wir bei einem anderen Modell noch anbieten. Insofern überschaubar, auf jeden Fall so großer Kombiniveau ungefähr. Ist dann von der Breite her, ja, was sind die Fahrzeuge? Ich glaube so 2,10 Meter ungefähr, ne, kommt so hin. Und dann haben wir eine Höhe von 2,04 Meter aktuell. Ja. Das heißt, Tiefgarage mit 2,10 Meter, was die moderneren Tiefgaragen hier haben, kann man auf jeden Fall hinkriegen. Mhm. Und da dieses Fahrzeug ganz neu ist, hat der Einzelradaufhängung rundum. Das heißt, hier gehen wir davon aus, wenn das Fahrzeug ein bisschen länger auf dem Markt ist, dass es Angebote geben wird für eine Vollluftfederung vielleicht, für verkürzte Federn eventuell, sodass man eventuell noch Spielraum hat, mhm. das Fahrzeug sogar auf unter 2 Meter zu bekommen, wenn man das unbedingt braucht. Also okay. sehr kompakte Abmessung, aber natürlich durch das Schlafdach dann, wie wir gleich sehen werden, auch Stehhöhe, 4 Schlafplätze dabei und natürlich. Und den bietet ihr nicht ohne Aufstelldach auf? Nein, genau, das okay. gehört zum Konzept mit dazu, okay. Damit man drin stehen kann, damit man auch 4 Schlafplätze hat oder im Sommer auch mal luftig schlafen kann. Also Aufstelldach ist immer auch in dem Preis natürlich komplett mit drin, genau. Okay, super. Ja. Dann lass uns einmal kurz auf die Seite schauen, ja. auf die Beifahrerseite. Was ich gehe mal vor. Können. Gerne, ja. Von außen Anschlüsse sieht man nicht viel, ne? Genau, wir haben also einen Wassertank, den wir befüllen können. Wir haben 25 Liter Frischwasser an Bord mhm. und wir haben auch einen Außenanschluss für den Strom. Natürlich auch serienmäßig da. Sehr, sehr modernes Bedienpanel. Ja. Was wir auch aus den anderen Westfalia-Fahrzeugen jetzt kennen oder kennenlernen werden, mit der Dometic zusammen gemacht. Und eine moderne Elektrik mit 2x95 Ampere-Stunden Zusatzbatterien.
Also auch wirklich Autarkie erstmal gewährleistet. Sicherlich in Zukunft wird das noch mehr werden mit dem Solarpanel, was wir haben fürs Aufstelldach, mit Lithiumbatterien. Also da kann man noch spielen in Zukunft. Aber erstmal sind wir schon auf der Stromseite auch gut ausgestattet, wenn man nicht am Strom hängt direkt. 2x95 Amperestunden hast du gesagt. Genau, ja. Okay. Serienmäßig mit dabei. Okay. Genau. Dann, aber was man noch sieht hier draußen ist Markise, die ist auch dabei. Genau, Markise können wir auch wahlweise dabei haben. Da muss man, finde ich, so ein bisschen gucken, ob das für die Fahrzeugklasse unbedingt notwendig ist. Wenn ich ihn jetzt sehr viel im Alltag einsetze, könnte ich auch sagen, ich brauche das Feste gar nicht. Ich mache mir ein Sonnensegel rein, wenn ich campen gehe. Ne, oder ein Vorzelt mit Kederschiene, das kann man ja alles machen. Aber die Markise wäre auf jeden Fall auch möglich, genau. Okay, ja, dann lass uns mal reinschauen. Ja, genau. Also, ich sehe schon einen Tisch, der gehört wahrscheinlich dazu, oder? Genau. Ja. Also der Tisch, das ist er, genau. Der sitzt während der Fahrt in der Schiebetür versteckt. Das kennt man ja auch von den VW-Lösungen schon, die Westfalia auch mal gebaut hat. Ne, kann man dann gleich sehen. Ja. Also insofern, das ist gar nicht im Weg, das Teil. Wenn man dann drin sitzen will und essen will, dann kann man den, man sieht hier unten den Einlass, kann man den da ganz einfach einstecken und die Tischplatte drauf machen. Und der Tisch hat aber auch, das sieht man vielleicht nochmal auf der anderen Seite, hat aber auch Füße dran, sodass ich den auch draußen verwenden kann. Also ganz cool. Klar, die Multifunktion ist hier gedacht. Ne? Mhm. Apropos Multifunktion, das sehen wir dann gleich auch noch. Wir haben, auch das kennt man ja von anderen Modellen schon, von der VW-Basis eher, wir haben hinten in der Heckklappe die beiden Campingstühle integriert, sodass man sagen kann, Tisch und Stühle, was ja immer in so einem Auto ein bisschen die Frage ist, wohin damit, sind schon mal komplett aus dem Weg. Ja, wir können direkt zum Heck mal gehen und da mal reinschauen, was es da alles noch gibt zu sehen gibt. Genau, also hier oben, wie gesagt, haben wir das mit dabei, da sind die beiden Campingstühle drin. Mal gucken, wo der Reißverschluss anfängt. Hier in der Mitte. Hier kann man das kurz sehen. Sind jetzt nicht drin, weil wir sie da drüben stehen haben. Ah ja, ich zeige sie mal kurz. Genau. Ja. Schon stabil aus, finde ich. Ja, genau. Also dafür, dass sie hier verschwinden und unsichtbar sind, sie wirklich stabil. Und dann sieht man im Heck natürlich eins, man sieht ziemlich viel Stauraum, weil das Bett hier in der guten Höhe angebracht ist, die Bettverlängerung, wenn man so will. Und hat eben halt noch richtig viel Stauraum für die alltäglichen Sachen, sei es jetzt der Kinderwagen oder die Sportgeräte. Das ist alles sehr gut machbar. Sehen dann von hier aus auch noch schon ein bisschen das Design der Küche. Das ist total Westfalia, finde ich. Das ist einfach schlicht, das ist Automotiv. Das ist alles aus einem Guss. Man sieht auch hier, wenn du mal so reinblickst, genau, man sieht eben halt auch hier, das ist kein Ford mit einem Ausbau hinten dran, sondern es ist einfach alles das gleiche Design. Das ist einfach ein Auto. Und das ist ja so ein bisschen die Westfalia Spezialität, dieses Automotive. Wir bauen ja nun auch schon seit Ewigkeiten den Marco Polo, den Nugget. Also die Expertise ist da. Fahrzeug wird übrigens bei den Kollegen in Reda Wiedenbrück gebaut. Eben dort, wo der auch der Marco Polo entsteht und der Ford Nugget. Also die haben auch die hohe Expertise, genau diese Autos entsprechend in hoher Qualität zu bauen. Und das sieht man hier auch. Das ist der erste Prototyp, wie das immer so ist im Leben. Kurz vor der Messe fertig geworden. Ja. Aber der kann sich wirklich auch von der Verarbeitung, von der Qualität her jetzt schon sehr sehen lassen. Und wir werden natürlich jetzt auf der Messe gucken, wie die Reaktionen sind, was wir selber so feststellen. Und dann kann sich noch ein bisschen was ändern. Bis zum Serienstart. Vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, hier steht Prototyp dran. Das ist auch so. Fahrzeug wird aber ab Mai gebaut werden in Reda Wiedenbrück. Auch in schon ganz guten Stückzahlen. Also hier kann man sagen, ein brandneues Auto, was der Kunde aber tatsächlich auch in diesem Sommer idealerweise noch fahren könnte. Und das ist halt selten geworden, ne? Also gerade die letzten Jahre. Ja. Da hieß immer, Prototyp kommt, wir wissen noch nicht so genau. Hier, das Auto ist ein Auto für 24 verfügbar. Also wer jetzt Spaß dran findet, kann man schon mal bestellen. Genau, ja. Kann man kriegen. Okay. Ja, genau. Ja, das ist das Wichtigste im Heck. Vielleicht auch nur kurz zur Bettgeschichte hier. Können wir gleich zeigen, ist ein Klappbett, was sich mit einem Schwung aufklappen lässt. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, aber gestern hat es bei mir geklappt mit einem Schwung. Und dann haben wir eben halt zwei Einzelsitze. Vielleicht können wir jetzt wieder rumgehen, dann sieht man das schön. Ansonsten wäre aber hier, glaube ich, da haben wir noch Stauraum und eine Außendusche, oder? Habe ich das richtig gesehen? Genau, Anschluss für die Außendusche. Dann haben wir hier unten nochmal Stauraum mit dabei in dem Fach. Das öffnet sich dann auch über Eck, ne? Ja. Das kann man ganz gut nutzen. Und dann haben wir hier oben auch nochmal ein Fach für Klamotten, auch bis unten hin nutzbar. Okay, danke schön. Das ist also auch nochmal das Heck hier. Genau. Bestuhlung. Fahrzeug kommt serienmäßig mit 4 Einzelsitzen. Das sind Agouti-Einzelsitze, die auf den Schienen natürlich variabel verschiebbar sind, die rausnehmbar sind, die auch andersrum montiert werden können. Die sind gut integriert. Und dann kann man eben halt, wenn man möchte, noch 1 bis 2 Einzelsitze dazu bestellen, sodass man bis zu 6 Sitzplätze dann hat. Und alternativ, ohne Aufpreis, kann man statt der 2 serienmäßigen Einzelsitze auch eine 3er-Sitzbank bekommen.
Das heißt, dann habe ich einen Fünfsitzer und dann funktioniert der Bettenbau ganz klassisch in Busmanier. Das heißt, ich klappe die Rücklehne der Sitzbank um und habe hinten eine Bettverlängerung. Dann bin ich mit dem Bauen des Bettes fertig. Geht also theoretisch noch ein Ticken schneller. Aber da können wir jetzt, wie gesagt, den Kunden kostenfrei die Varianz geben, ob sie hier zwei Einzelsitze oder drei Sitzbank haben wollen. Ja. Wenn man die drei Sitze hinten hat, wird es aber eng, oder? Weil ich finde, das jetzt schon, die zwei Sitze, die sind ja schön platziert und so weiter und man hat da gut Platz. Aber wenn wir jetzt vorstellen, dass da drei Sitze dann nebeneinander sitzen, genau, das wird schon eng. Also die Sitzbank ist natürlich anders geformt. Du hast ja hier noch diesen Spalt dazwischen und du hast Platz an der Seite. Aber du hast vollkommen recht, es ist sicherlich eine Dreier-Sitzbank, die so heißt, die aber jetzt nicht für drei Erwachsene komfortabel zum Reisen ist. Mhm. Da denken wir eher an, wie gesagt, den Notfall mit fünf oder mal die drei kleineren Kinder. Das würde aber gehen. Aber wie gesagt, ganz klar, man hat die Küche noch und ja, da gibt es natürlich Limitationen. Ne? Also da muss man einfach gucken, was das Beste ist. Wie gesagt, kostet keinen Aufpreis, kann man sich auswählen. Ja. Kann man sich vorher anschauen, überlegen, was ist das Richtige für mich. Okay. Genau. So, wollen wir uns doch mal das Bett anschauen? Ja, oder Küche oder Bett? Küche. Ja, Küche. Küche, okay. Ich setze mich mal hier hin, dann ja, kannst du es sehen oder kannst dich auch gegenüber setzen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ah, das machen wir doch. Dann kann ich mich auch ein bisschen hinsetzen. Richtig, wunderbar. So. So, also fangen wir mal hier oben an. Wir haben ein Gewürzfach oder natürlich auch variabel für anderes zu benutzen. Wir haben dann nochmal ein zweiteiliges Staufach hier. Und das geht tatsächlich in zwei Ebenen bis ganz runter. Also da kann man richtig viel unterbringen nochmal. Das ist so ein bisschen so ein Magic-Staufach. Dann haben wir hier das Bedienteil. Also das ist ganz modern, wo man alle Funktionen steuern kann. Heizung, Batteriekapazitäten, man sieht die Wassergeschichten. Man kann das Licht hier einstellen. Man kann die Lichtfarbe verändern. Die Helligkeit kann man hier dimmen. Ne? Also man kann das hier runterdimmen für abends gemütlich. Man kann hier die Lichtfarbe ändern. Du siehst das, wie sich der Lichtton ändert. Ja. Ja, also von ganz kalt weiß bis gemütlich ist hier alles machbar. Und das, wie gesagt, ist alles in einem Panel. Ich habe da natürlich hier nochmal Lichtschalter. Ich habe hier verschiedene Lichtszenarien, die ich steuern kann. Aber das ist, wie gesagt, auch alles über das moderne Panel hier möglich. Dann habe ich hier integriert an allen Fenstern im Hinterraum Verdunklungsrollos in die Verkleidung integriert. Also keine Vorhängchen, kein kompliziertes System, alles integriert. Das ist eben halt Westfalia, dieses Automotive, das alles schön integriert ist. Mhm. Mein Waschbecken natürlich dabei, dass ich mich frisch machen kann oder was spülen kann. Und dann haben wir jetzt hier einen Prototyp verbaut, einen Einflammen-Gaskocher. Das ist ja süß. Ja, genau. Weil wir natürlich davon ausgehen, dass in dem Auto jetzt nicht wahnsinnig viel gekocht wird, weil es eben halt ein Fahrzeug ist für den Alltag. Ansonsten wird man einen Grill dabei haben. Hier ganz klar für die Zukunft noch die Idee, auch auf eine Induktionsplatte zu gehen. Eventuell auch so fest verbaut, dass sie für die Wohnmobilzulassung funktioniert, aber auch rausnehmbar. Mhm. Und dann wäre jetzt so unsere Idee, dass man sagt, wir haben vielleicht die Induktionsplatte, die erstmal funktioniert, wenn man den Strom von außen anschließt. Campingplatznutzung, Stellplatznutzung mit dem Auto wird wahrscheinlich das meiste sein. Und dann würden wir eventuell on top noch ein Autark-Paket anbieten, sodass man das dann auch autark anwenden kann, wenn man sagt, ich muss jetzt unbedingt auch irgendwo in der Wildnis Induktionskochen betreiben, dann wird man das auch machen können. Also man sieht nochmal das Design, sehr automotiv, sehr schlicht gehalten. Das ist einfach typisch Westfalia. Wir haben dann hier oben noch eine Schublade, da haben wir ein maßgeschneidertes Besteckfach drin, so für die wichtigsten Sachen. Ja. Und dann kommt nochmal ein Highlight, wie ich finde. Wir haben jetzt hier dann eine Kühlbox. Ah ja. Zum Rausziehen, Dometic, genau, 25 Liter. Und die kann ich eben dann auch rausnehmen. Und rausnehmen heißt, entweder brauche ich sie im Alltag nicht unbedingt, das heißt, da habe ich nochmal ein großes Staufach für Kindersachen, für Sachen, die ich mitnehmen will. Oder rausnehmen heißt natürlich auch, wenn ich draußen ein bisschen das Camping nach draußen in die Natur verlegen will, was ja auch Sinn der Übung ist. Ich habe ja die Stühle, ich habe ja den Tisch. Da kann ich, wie gesagt, auch die Kühlbox mit rausnehmen, vielleicht mit einer Powerbank betreiben, das geht ja ganz easy. Ja. Und dann kann ich die auch mitnehmen. Oder natürlich auch einfach in der Küche zu Hause beladen. Ja, und dann ins Auto so einsetzen. Also auch wiederum der Gedanke ist bei dem Auto, einfach flexibel zu sein, für viele verschiedene Sachen gerüstet zu sein. Und dann haben wir hier unten nochmal einen Stauraum in Form einer weiteren Schublade. Also ich glaube, man bekommt hier auch die wichtigsten Utensilien für den Campingtrip unter. Wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass jemand mit einer vierköpfigen Familie jetzt drei Wochen mit dem Auto
in Urlaub fährt. Ich denke mal, dann wird man wahrscheinlich noch vielleicht einen Anhänger dabei haben oder einen kleinen Wohnwagen oder man wird eventuell eine Ferienwohnung fahren. Aber machbar ist es. Man hat ja auch genug Stauraum für Sachen. Ne? Also jetzt keine wahnsinnigen Schränke, aber das ist auch nicht das Konzept vom Auto. Es ist ja auch ein kleines Auto. Ne? Also irgendwo ist halt auch Ende mit dem Stauraum. Genau. Also hier aber ist, wie gesagt, der Fokus ist ganz klar auf Alltag, auf Familie, auch natürlich das Thema, ich bin Sportler. Ja, ich könnte die Sitze ja auch hintereinander montieren. Ich habe da noch Platz für Fahrräder, die ich reinschieben kann, ganz einfach. Ich bin irgendwo, mache eine Mountainbike-Tour, da habe ich mein Wasser an Bord. Ich kann das Mountainbike mal eben sauber machen. Ich kann mich eventuell eben abspritzen, auch von draußen, wenn ich vom Strand komme oder vom Surfen komme. Also wirklich aktiver Lebensstil, Familie, so das Auto für alle Fälle. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich brauche noch einen Porta-Potti oder eine Trenntoilette, die kann ich mir auch noch mit reinstellen. Die ist jetzt hier nicht fest verbaut, weil eben halt genau das Konzept drauf geht, viel Platz zu haben. Auch wenn die Waschmaschine ansteht, der Kumpel sagt immer, ich habe einen Umzug, kannst mir helfen, Stühle raus, Bett eben raus, habe ich den ganzen Wagen zum Vollladen. Ja. Das ist der Sinn vom Club Joker Urban. Ja, klar. So, jetzt variabel mal einsetzbar. Ne? Genau. Aber was mir jetzt schon vorher eingefallen ist, wegen der Außendusche, haben wir eigentlich schon besprochen, wie viel Frischwasser wir dabei haben können. Ich habe es, glaube ich, ganz kurz gesagt, 25 Liter Frischwasser, 15 Liter Abwasser. Es kann schon sein, dass du das schon bereits gesagt hast. Alles gut, wir wiederholen das gerne, das muss ja gesagt werden. Also wie gesagt, reicht, um sich eben halt abzuduschen auch für den Alltag mit der Spüle. Ja. Ist jetzt wie gesagt kein Wohnmobil, wo man jetzt 100 Liter Wasser haben muss. Mhm. Aber da die Tanks ja auch leicht zu befüllen sind. Also Frischwasser bekommt man ja überall. Ich finde, Toilette entsorgen ist oftmals mehr ein Thema. Insofern nutze ich mittlerweile auch einen Umbau zu einer Trenntoilette, weil ich da echt flexibler bin. Und insofern Frischwasser, an der Tankstelle mal nett fragen, wenn man getankt hat, das funktioniert aus meiner Perspektive ganz gut. Ja. Bevor wir uns jetzt das Bett anschauen, ich glaube, das wolltest du zeigen. Wir haben hier Steckdosen, einmal hier USB-C und USB-A. Ja. Da ist auch noch. Genau, haben wir dann auch zweimal auf beiden Seiten, also relativ luxuriös, wenn zwei Menschen im Bett oben schlafen, das können wir gleich mal eben zeigen, dann hat jeder sogar seine eigene Steckdose. Genau. Und was du auch siehst, Bett ist geknickt. Einmal kurz zwei Steckdosen. Ja, und nochmal USB, genau, also für so ein kleines. Und wir haben jetzt hier, halte ich fest, nochmal USB und USB-C und eine 12-Volt-Steckdose. Also ist ja mal so, ne? Ich liebe Grüße an Camper Tobi, der auch immer sagt, Steckdosen sind immer zu wenig. Also wir haben genug, glaube ich, hier. Ja. Und natürlich im Armaturenbrett haben wir das ganze Thema auch nochmal. Mhm. Genau. Und dann haben wir natürlich hier eins. Wir haben, das siehst du auch, kleines Auto, echt viel Raumgefühl. Also die Sitze könnte ich ja jetzt auch noch ein bisschen anders verschieben, aber ich stelle mich mal hin. Also ich bin 1,82 ungefähr, kann man sich vorstellen. Also ich kann hier bis weit ins Hintere des Autos stehen. Ne, hier ist richtig viel Platz. Ja. Wir haben auch eine ganz schnelle Mechanik, wir haben große Fensterflächen, hier kommt richtig viel Luft und Licht rein. Das ist eben halt dieser Knickmechanismus vom Bett, sodass wir da natürlich wirklich hier entsprechend uns bewegen können. Ne? Okay. Und dann mache ich es mal kurz runter. Das war's schon. Das war's schon. Tellerfedern, Folie-Matratze, sodass wir hier also auch wirklich komfortabel schlafen können mit zwei Personen. Wir sind hier bei knapp 1,30 Meter Breite und 2 Meter Länge. Also das ist durchaus für zwei Personen machbar. Mhm. Man kommt auch gut hoch und es geht ruckzuck, ganz von alleine wieder hoch. Sehr schön. Genau. Also das wäre so die Schlafmöglichkeit für den Sommer, beziehungsweise wenn man zu viert unterwegs ist, dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, unten im Bett zu schlafen. Und das wollen wir jetzt auch noch mal sehen, okay, ob das so easy alles ist. Das ist relativ easy, wenn man einmal an die entsprechenden, wo wir gucken, rechts oder links, genau hier links, einfach nur einmal umgreifen, nach vorne legen und an der anderen Seite genauso, zack. So, jetzt haben wir bei dem Prototyp, haben wir jetzt hier, da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig, kommt doch mal vorbei auf die Messe und sagt uns, was wir machen sollen in der Serienfertigung. Es gibt von den Agouti-Sitzen eine niedrige Sitzkonsole und eine hohe Sitzkonsole. Wir haben jetzt hier die niedrige verbaut, das heißt, ich kann es gleich nochmal zeigen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe auch, ich bin relativ groß beim Sitzen, viel Platz zum Dach, aber jetzt müsste ich das Bett eigentlich noch 7 cm niedriger montieren, damit ich hier die perfekte Auflage habe. Verliere ich hinten ein bisschen Stauraum theoretisch oder kommen wir klar mit der höheren Sitzkonsole 7 cm höher, dann denke ich mal, wird es für Kinder auf jeden Fall reichen. Man kann den Sitz ein bisschen zurück machen mit der Lehne. Wahrscheinlich ist das die bessere Lösung. Jetzt, so wie es hier ist, wo noch nichts geändert ist, haben wir hier eine Auflage, die wird dann nicht mehr nötig sein, weil wir entweder die Sitze niedriger machen, höher machen oder das Bett ein bisschen niedriger. Ups, ich hole die mal eben raus. Ach Gott. So. Also wie gesagt, die braucht man dann nicht mehr. Dann habe ich hier meine Schlaufe und ziehe das Bett hier einfach ganz komfortabel nach vorne.
habe jetzt hier zwei Füße. Fertig. Fertig. Welche Fläche haben wir da? Jetzt haben wir hier ungefähr 1,15 Meter auf 1,90 Meter. Mhm. Also auch das ist so Standardmaß in der Klasse. Und man sieht ja auch hier, ich bin mit dem Bett jetzt noch nicht hier vorne, absolut nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier mich noch bewegen, umziehen und kann mich dann ins Bett legen. Also es ist ein kleines Auto, aber es ist jetzt nicht fürchterlich beengt. Jeder, der schon mal so ein Fahrzeug gefahren hat in der Klasse, ich hatte auch ein paar Jahre so einen VW California Beach, bevor ich bei Westfalia angefangen habe, da war das ähnlich, aber da war ich hier viel näher dran. Also die Platzverhältnisse sind für die Klasse relativ großzügig. Ja, ich glaube, das kann man soweit dann summieren. Das ist der Clubchoker Urban mit all seinen Features. Haben wir alles Wesentliche gezeigt, würde ich sagen. Ich denke, ja, hier kannst du erst noch mal kurz gucken. Also das ist zu viel, um es alles aufzuzählen. Mhm. Wie sagt man immer, macht ein Standbild und lest es euch in Ruhe durch. Genau. Also das Auto ist komplett voll mit, wie gesagt, Allradantrieb. Und da sind wir jetzt mit Überführungskosten, also eigentlich 1.000 oder weniger, 78.750. Ich glaube, da können wir uns für so ein modernes Fahrzeug mit Westfalia Qualität auch sehr gut sehen lassen. Absolut. Interessantes Fahrzeug. Thorsten, vielen Dank. Ich danke dir. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.